Nach einem Superstart in die neue Saison und einem Traumdebüt von unserem 18-jährigen Supertalent Uwe Wagner inklusive einem Tor aus 44,5 Metern in der letzten Folge geht es jetzt weiter mit Miroslav Klose und dem ersten FC Kaiserslautern. Die nächste Station auf unserem Weg in den Fußball-Olymp war dann Sinsheim, wo wir auf die TSG Hoffenheim getroffen sind. Die erste Chance hatte Nicolas Kühn, der Ball wurde zur Ecke geklärt. Die führt hier dann auch über Umwege am Ende zum 1:0 durch unseren Top-Torjäger, unseren Superstar Milutin Osmajic. Bisschen mehr dann als eine Stunde hier gespielt, Ecke Hoffenheim und leider der Ausgleich. Immerhin blieb es dann aber bei dem einen Punkt, weil Tim Schreiber Weltklasse in der Nachspielzeit pariert hat. Und damit sind wir jetzt auch weiter ungeschlagen in der Liga. Gegen den Dosenclub aus Leipzig hat sich das dann aber leider geändert. Der 2-Meter-Hühne Sasa Kalajdzic fügt uns die erste Niederlage zu. Auswärts in Freiburg durften wir dann aber wieder jubeln, wenn auch erst tief in der Nachspielzeit der eingewechselte Jessica Ganka mit Saisontreffer Nummer 1. Kurzer Blick auf die Tabelle, wir sind auf Platz 5 abgerutscht, spielen jetzt aber gegen den 4. Borussia Mönchengladbach und das dann auch noch zu Hause auf dem Betzenberg. Die erste Chance hat hier dann allerdings die Borussia aus Mönchengladbach gehabt, Hannes Wolf mit dem 1:0, aber wir haben ja zum Glück einen Milutin Osmajic, der wird hier dann auch direkt wieder super in Szene gesetzt. Die montenegrinische Tormaschine läuft mal wieder richtig heiß. Ein Unentschieden ist natürlich schön, 3 Punkte würden aber noch besser schmecken. Das ist wieder Milutin Osmajic und der bleibt erneut cool, schnürt den Doppelpack. Wir gewinnen gegen Gladbach, ziehen auch an der Borussia vorbei und sind jetzt wieder Vierter. Die Welt in der Pfalz scheint perfekt zu sein und erstrahlt in rosarot. Naja, zumindest müsste man das denken, aber jetzt kommt Jessica Gankam an und rennt wie eine kleine Heulsuse zur Presse und jammert rum, dass er nicht genug spielt. Finde ich persönlich auf jeden Fall ziemlich unnötig, vor allem bei seinen bisher eher durchwachsenen Leistungen. Ich meine, ein Tor in 7 Spielen ist nicht so viel, aber Miroslav Klose hat ein großes Herz und deshalb lässt er Jessica Gankam im Pokal gegen den ersten FC Köln von Beginn an ran. Der Stürmer hat vor dem Spiel natürlich richtig große Töne gespuckt, aber man muss auch sagen, er ließ dann auch Taten folgen, braucht hier nicht mal 5 Minuten für das 1:0. Der Bundesliga-Aufsteiger aus Köln kam dann aber auch erstmal wieder zum Ausgleich, aber noch vor der Pause haben wir dann wieder mit Yunus Akgün zurückgeschlagen. Ein wilder Ritt in Halbzeit 1 und auch im zweiten Durchgang war einiges los. Zuerst war es wieder Jessica Gankam mit dem Tor, der seine Chance mal richtig nutzte. Aber 5 Minuten vor dem Ende dann der erste Fußballclub Köln mit dem Anschluss. Ein ziemliches Eiertor, wir mussten nochmal zittern, mehr aber auch nicht. Wir ziehen am Ende ins Achtelfinale ein. In der Liga ging es für uns dann zum nächsten Topspiel nach Frankfurt. Die Eintracht liegt zurzeit auf dem 2. Tabellenplatz und bei uns liegt dann erstmal Kuki Saito auf dem Boden. Ein klares Foul am Japaner. Den Elfmeter schnappt sich dann Osmajic und natürlich macht der Goalgetter auch das 1:0. Fast hätte das hier auch zum Sieg gereicht, doch in der 92. Minute gelang der SGE doch noch der Ausgleich durch Bayrami. Wir müssen am Ende also die Punkte teilen. Eine Punkteteilung gab es dann auch gegen den FC Augsburg. Im Seitfall- bzw. Fallrückzieher-Battle von Emanuel Ferrei und Milutin Osmajic konnte am Ende keiner mit einem Treffer glänzen. Wir bleiben also erstmal auf dem 5. Tabellenplatz und es bleibt auch immerhin bei nur einer Niederlage, also das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Einen großen Anteil daran hat auch Milutin Osmajic. Letzte Saison hat er 10 Bundesliga-Tore erzielt, jetzt hat er nach 11 Spieltagen schon 8-mal getroffen. Ich schätze mal, dass er die 10 Tore dieses Jahr auf jeden Fall überbieten können wird. Mit Yunus Akgün hat er dann auch einen Top-Vorlagengeber hinter sich. 6 Assists hat der Neuzugang bereits beigesteuert. Gegen den Aufsteiger aus Hamburg wollten die zwei Jungs natürlich weiter für Aufsehen sorgen. Doch der Plan schien zu Beginn zumindest nicht aufzugehen, denn erstmal haben die Gastgeber hier für Aufsehen gesorgt. Henrique Gomez, kein Plan, wer das ist, mit dem 1:0 für den HSV. Wir wollten jetzt hier natürlich nicht im Volksparkstadion verlieren. Yunus Akgün mit einem Superschuss und dann hatte hier auch nochmal Lubomir Katletz eine Riesenchance. Uns fehlte aber einfach das Quäntchen Glück, weshalb wir tatsächlich zum zweiten Mal in dieser Saison als Verlierer vom Feld gehen. Wir treffen auf bekannte Gesichter. Der erste FC Köln ist schon wieder auf dem Betzenberg zu Gast.
Im DFB-Pokal hatte Jessica Gankam gespielt. Heute war es dann aber Milutinos Majic, der im Sturm auflief, und der scheiterte dann auch erstmal frei vom Tor am Pfosten. Es stand weiter 0:0, doch dann kam hier die Ecke von Uwe Wagner und dann war es am Ende Karl Graf mit dem 1:0. Die beiden Jungs aus dem eigenen Nachwuchs schießen uns zum nächsten Sieg. Nach 13 Spieltagen stehen wir inzwischen wieder auf dem 5. Platz. Die Niederlage gegen den HSV hat uns leider den 4. Platz erstmal gekostet. Aber ich sag's mal so, Platz 5 ist immer noch richtig, richtig gut für uns. Da können wir uns echt nicht beschweren. Ebenfalls nicht beschweren würden wir uns auch über ein Weiterkommen im DFB-Pokal. Der Gegner war unser Rivale, der FSV Mainz 05. Die erste Chance hatte dann Karl Graf, der nur den Pfosten traf. Gang kam dann noch mit dem Nachschuss, aber auch der geht nicht rein. Und wenn du solche Chancen nicht nutzt, dann wird das eben bestraft. Muniz trifft zur Mainzer Führung. Jetzt war unsere Mannschaft natürlich gefragt, jetzt mussten wir Moral beweisen. Das ist Yunus Akgün und der macht hier den Ausgleich, das ist super gemacht vom Türken. Es gab dann auch nochmal einen Wechsel, Osmajic kam unter anderem für einen Gankam und dieser Wechsel sollte dann auch Folgen haben. Koki Saito legt auf Osmajic ab, der Montenegriner netzt ein und schießt uns nicht nur zum Derby-Sieg, sondern auch in die nächste Runde. In der Bundesliga ging es dann gegen Stuttgart weiter und da traf dann schon wieder Fran Navarro gegen uns. Gefühlt trifft er echt jedes Mal, wenn wir gegen den VfB spielen. Halbe Stunde dann gespielt, Koki Saito mit einer Power-Kopfball-Vorlage auf Yunus Akgün. Der probiert es hier dann mit ganz viel Gefühl und tatsächlich geht der Ball rein. Der Verteidiger schafft es nicht zu klären und dann geht's auch schon rein in die Schlussminuten. Ein schöner langer Ball von Lubomir Katletz raus auf Nikolai Pedersen und der dann mit der butterweichen Flanke auf Jessica Gankam. Wie gegen Mainz drehen wir einen Rückstand und gewinnen am Ende. Unsere Jungs verfügen also über eine super Moral. Im vorweihnachtlichen Schneegestöber war die dann auch wieder gefragt, denn mit dem FC Bayern erwartete uns ein richtiger Härtetest. Das Spiel lief dann auch leider wie erwartet. Die Bayern mit super Powerplay und vielen Torchancen. Tim Schreiber und die Latte hielten uns aber im Spiel, allerdings dann nur, um am Ende dann doch noch von Bennasyar gebrochen zu werden, sodass die Tabellenführer aus München am Ende die 3 Punkte vom Betzenberg entführen. Vor der Winterpause gab es dann noch 2 Spiele. Zweimal ging es auch gegen eine grün-weiße Mannschaft. Zuerst spielten wir 0:0 unentschieden gegen den VfL Wolfsburg. Und dann gab es zum Hinrundenabschluss gegen den SV Werder Bremen eine 0:1 Niederlage. Ika Bravo mit einem zugegebenermaßen wunderschönen Volley-Aufsetzer. Da hat dann auch Tim Schreiber keine Chance ranzukommen. Zum Hinrundenabschluss liegen wir dann auf dem 7. Tabellenplatz. Wir sind aber nur einen Punkt hinter dem FSV Mainz 05. In Sachen Europa ist weiterhin alles offen. Bei Antonios Papadopoulos stehen dann die Zeichen auf Abschied. Den auslaufenden Vertrag werden wir nämlich nicht verlängern. Und der Deutsch-Grieche hat dann auch schon einen neuen Verein gefunden und wird im nächsten Jahr für den FC Elche in Spanien spielen. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, den Mann der Hinrunde zu küren. Schreibt einfach eure Meinung dazu in die Kommentare. Zur Wahl stehen zum einen Milutinos Majic, der schießt ja momentan wirklich alles in Grund und Boden. Ansonsten haben wir dann noch unseren Neuzugang Yunus Akgün, der Kollege steht bei 3 Toren und 6 Vorlagen. Und zu guter Letzt möchte ich auch noch Tim Schreiber mit in die Verlosung reingeben, denn der Keeper spielt wirklich bislang eine überragende Saison. Wie gesagt, schreibt eure Meinung dazu einfach in die Kommentare. Mit Peter Blomqvist verlässt uns dann ein junges Talent auf Leihbasis. Mit Stipe Jovanovic kehrt aber auch eins von seiner Laie zurück. Und der Typ ist wirklich ein Megatalent. Er hat bereits eine 75er Gesamtstärke und zudem ein heftiges Potenzial. Ich werde ihn dann auch noch zum Stürmer umtrainieren. Das dauert auch nur 2 Wochen bei ihm. Und dann haben wir eine super Alternative zu Ngankam. Beziehungsweise der war ja eh unzufrieden und zahlenmäßig konnte er bislang jetzt auch nicht so richtig überzeugen. Und deshalb habe ich ihn einfach auf die Transferliste gesetzt und siehe da, er wurde auch direkt verkauft. Der erste FC Köln zahlt 22 Millionen Euro. Ich habe keinen Plan, wo die das Geld herhaben, aber uns soll es natürlich recht sein. Und dann habe ich mir gedacht, ich schaue einfach mal nach, welche krassen Talente wir momentan noch so verliehen haben. Und da sind wirklich einige Kracher dabei. Zum einen haben wir hier diesen Sakko, der hat schon eine 75er Gesamtstärke. Dann haben wir noch Schäfer mit einer 71. Und auch dieser Anton Braun sieht mega nice aus. Also in Sachen Zukunft müssen wir uns wirklich keine Sorgen machen. Und wo wir eh schon bei der Zukunft sind, in der nächsten Folge starten wir dann nämlich in die Rückrunde. Für heute ist es das aber gewesen. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, ciao.